So, herzlich willkommen zu einer weiteren Clanliga-Partie. Wir sind heute in der Gruppe B. Es wird gespielt Snoozle gegen Train, ein PvP. Das ist gerade Werbung, die ich wollte. So, noch eben mal welches Handicap Train spielen muss. Train muss mit 80% spielen. Hat er auch schon eingestellt. Dann können wir loslegen. Da kommt es ready von Snoozle. Und Train ist auch bereit, das heißt, wir können loslegen. Bin mal gespannt. Snoozle kennen wir ganz gerne. Ascension to Ayur ist momentan die beste Map im Pool. Kenrush. Weil einfach die Middle-Line und der Nexus so nah an der Rampe sind. Der Low Ground eine Cannon baut, ist man sehr schnell am Nexus dran. Gespannt, ob er das spielen wird. Aber da hat er natürlich keinen Vorteil von Handicap. Bin ich mal gespannt. Alternativ spielst du, glaube ich, gerne auch mal ein Foregate. Da haut 80% dann richtig rein. Geht heute ein bisschen länger, scheinbar. Jetzt langsam kommen sie. Fertig. Da ist auch so. Oh, dann stelle ich mal die Spieler vor. Wir haben links oben als lila Protoss gespawnt, Train, der ein Unentschieden bisher hatte gegen Fantasy. Und rechts als roter Protoss, der eine Partie verloren hat gegen Matze. Das sieht schon nach einem Kenrush aus. So früh, wer mit der Probe rüberfährt, das ist ein Kenrush-Schein. Schauen mal, nein, ein Gateway gewächst, kein Kenrush. Aber dann hat er hier irgendwas anderes vor. Also es sieht aus, als ob er scouten wollte. Haben wir eben Train, relativ Standard, zweites Gas, ein Gateway bisher. Er fährt rüber zum Scouten. Bisher nur auf einem Gas ist, ein Gateway bisher. Aber da kommt jetzt schon der Proxy Pylon. Kein Foregate wird, aber wir sehen hier ein Doppelgate Opening von Train. Und typischerweise scoutet man auch so ein bisschen um die Basis. Da sollte Pylon relativ schnell auffallen, und was Train auch auffallen sollte, ist, wenn er jetzt gleich mit der Probe in die Basis kommt, jeder zweite Pylon fehlt. Was wir jetzt machen, sehr schön, er baut sich ein, aber das ist natürlich auch ein Zeichen, dass irgendwas faul ist. Warum sollte er sich einbauen? Kann er nicht expandieren, und da kommt auch schon das Bait. Was mir nicht gefällt, ist, dass er nur ein Gas hat. Man muss schon Adept oder Stalker bauen, denke ich, und dann braucht man schon beide Gas. Er hat auch relativ viele Mineralien, also wenn das Swapgate fertig ist, dauert es ewig. Kann man durchaus das zweite Gas nehmen. Wie reagiert Train? Wir sehen zwei Stalker im Bau und Warpgate wird. Warpgate wird hier gestellt, wurde gebaut, und der Mothership Core auf Seiten von. So. Scouted Train. Hat er irgendwas gesehen? Nein, bisher nichts gesehen. Eine schnelle Robo ist die Antwort von ihm. Mothership Core. Da sind die zwei Stalker. Ich will jetzt auf drei Gates. Zellets und Maps und zwei Stalker laufen rüber. Aber da reicht dann die Defense Mothership. Das ist dann auch schlecht für Train, würde ich schätzen.
Stalker auf der anderen Seite der Map sind. Könnten jetzt aber den Zealot bekommen. Aus, als ob der Zealot sterben würde. Ein Micro-Team schön, die Stalker, verliert nur Schilde. Der Zealot geht letztlich down. So, hier ist Mitte-Gate. Geht es bald durch. Dass da keine Echse ist. Oh. Mylon wird attackiert. Wieder irgendwo Overcharge, weil sie da kommt der Overcharge. Oh. Wobgate wird jetzt auf beiden Seiten gleich fertig. Ist ja ein Observer gebaut. Seiten von Jane, den schickt er auch direkt rüber und er schickt auch die Stalker rüber, wenn das keine falsche Entscheidung ist. Wird jetzt gleich richtig reingewobbt. Da ist. Okay, da ist nur ein Overcharge. Also Jane kann auch leicht hier den Pylon brechen. Wobgate ist fertig. Er baut manuell aus den Einheiten, aus den Gebäuden. Schätzen, dass er auch ein bisschen auf Train expandiert. Hat zu Hause ein Immortal, ein Mothership Core, das sollte nicht reichen. So, jetzt geht's aber hier hoch. Ich muss Puzzle jetzt schnell Overcharge schmeißen. Aber der Pylon wird trotzdem klar gehen. Ein Stalker ist aber noch gefallen. Dann kann er einfach Probes ziehen, denke ich. Er warpt einfach zu Hause rein. Da kommen jetzt drei Zealots. Parallel sollte er jetzt mal anfangen, hier anzugreifen. Oh, die Zealots sind im Bau und jetzt kommt hier der Angriff und da wird unten reingewobbt. Die Einheiten sind natürlich schnelles Futter. Erster Immortal kommt, aber wenn das Schild Overcharge, das ist natürlich super Verteidigung vorgeht. Oh, und die Stalker kommen jetzt. Und langsamer Warp in von Smooth. Ja. Das geht. Er hätte hier Gas bauen sollen. Zealots. Gar nichts machen. Eingebaut. Train eigentlich mehr Einheiten. Vor allem die zwei Immortal. Und Overcharge. Wieder ein langsamer Warband von. Stalker. Damit sollte das Spiel, denke ich mal, an Train gehen. Folgt jetzt weitere Stalker rein. Da wird nur an der zweiten Drop und dann kommt das Spiel. Damit führt Train 1-0. Proxima werden wird. Das Schöne an Proxima ist, dass man eine Echse hinten drin hat. Das heißt, baut sich auch gerne ein im PvP. Ready von beiden Spielern, um die Partie gehen. Also man baut sich sehr gerne ein auf, oder ich baue mich zum Beispiel im PvP sehr gerne ein auf dieser Map. Kann man entweder expandieren oder irgendwas anderes spielen. Aber das Nuzzle ja gerne irgendwie Vorgeld spielt. Könnte das wieder eine interessante Map spielen. Mal sehen, was wir sehen. Ob wir was sehen. Map lädt wieder. Kann ein bisschen bauen. So, und da sind wir im Spiel. Rain führt 1-0. Wir sehen ihn hier gerade links unten gespawnt, wieder in lila. Und rechts oben als Butter Butters und er hat irgendwas komisches wieder vor. Haben wir Snuse. Hat eine sehr frühe Scouting Probe geschickt. Ich glaube noch vor dem ersten Pylon. Also direkt am Anfang. Foxy Gerts werden aber sicherlich nicht werden, also tippe ich jetzt auf den Ken Rush. Da ist die Vorhand, da kommt der Kenrush. So, Chain. Chain. Low Crown Pylon. Und Doppelgas.
was natürlich jetzt lange braucht, wenn Snoodle hier die Cadence anfängt, bis er dann irgendwann mal im Nexus ist, sind wir bei 5 Minuten. Oh. Zweites Gateway von Train. Geht nichts vom Kenrush. Die Forge, die Cadence sollten jetzt aber zügig kommen. Jetzt unbedingt setzen. AFK, warum braucht er keine Cadence? Jetzt kommen die Cadence. Aber das ist relativ spät. Jetzt geht er in die Main. Vielleicht kann er sich hier einbauen. Wartet erstmal nach einer Exe, sieht nichts. Was hat. Rain hat die Cannons gesehen. Da wird jetzt auch einen auf dem Lowground gesetzt. Und hier auch ein Pylon. Der ist aber nicht in Reichweite der Cannon. Also, wenn Train da einfach Probes sieht. Macht er aber nicht. Er reagiert überhaupt nicht. Cannon kommt auch in, das verstehe ich nicht ganz von. Jetzt wird aber angegangen und es werden Pylons gesetzt. Aber zwei Stalker im Bau. Die Pylons sind nicht unbedingt in einer guten Position. Dann weitere Probes gezogen. Ich glaube nicht, dass man das gut aussieht. Aber die Cannons sollten durchkommen. Cannon muss abbrechen, nicht abgebrochen. Jetzt kommen alle, allerdings ein Stalker ist nur rausgekommen. Der zweite wurde Gateway getötet. Wenn der Pylon down geht. Oh, das war sehr wichtig für Train. Aber da wird noch ein Pylon gesetzt und der Stalker ist gestorben. Allerdings ist jetzt die Möglichkeit overchargen. Pylon overcharge. Da geht's gegen den Pylon. Hat zu lange gebraucht, bis er die Pylons, bis er die Cannons gebaut hat. Und ich glaube, auf der Map muss man auch direkt in der Main den Kenrush machen. Ascension to IO wird die deutlich bessere Map für den Kenrush geben. Damit steht es jetzt 2:0 für Train, das heißt Train gewinnt die Partie. Und ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen.